So, herzlich willkommen zum finalen Part von Hitman Contracts. Dieser Raum. Diese Kugel. Es gibt für jeden eine Kugel. Irgendwann. Irgendwo. Alles hat ein Ende. Ja, vielleicht muss es so sein. Inspektor, Sie wissen entschieden zu viel über mich. Das mag ich nicht. Auch nicht als Toter. So. Ja. Springen wir einfach mal auf diesen Balkon hier. Wo wir jetzt hin müssen, ist mir eigentlich ein Rätsel. Moment. Hier, das ist der. Ist das der L-Abschnitt? Ja. Gut, dann muss ich. Doch, ich muss los. Ich muss, glaube ich, in den Raum hier. Weil da hinten ist ein Stromkasten, den möchte ich gerne sabotieren. Haha, falsches. Falsch. Hier hinten. Oder geht's auch hier runter? Ja, hier geht's auch runter. Moin! So. Okay, ich glaube, das ist wieder so eine typische Alle-müssen-sterben-Mission. Ja, das ist so eine typische Alle-müssen-sterben-Mission. Okay, gut, dann haben wir jetzt ein kleines Problem. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Gut, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier richtig sind. Ja. Dann ist der Stromkasten. Das Licht ist aus. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Speichern wir hier nochmal ab. Ach du Scheiße. Tja, geht wohl schlecht mit der Tür aufreißen, ne? Warum kann ich nicht da durchschießen? Okay, das war eine richtig bescheuerte Idee. Ich glaube, ich gehe doch besser wieder hoch. Ach, leck mich.
blöde Idee, ehrlich gesagt. War schon eine blöde Idee von dir, hier reinzurennen. So, Herr Inspekteur, Sie werden jetzt sterben. Gewöhnen Sie sich an den Gedanken. Hier Zentrale. Scharfschützen sind in Position. Schüsse, Schüsse! Natürlich. Hier Zentrale. Scharfschützen sind in Position. Okay. Operation Get the Fuck Out in progress. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. So, dann sehen wir jetzt nur noch den Abspann. Sie hätten nicht kommen dürfen. Wissen Sie, was passiert ist? Deshalb bin ich hier. Keine Ahnung, wer Ihnen den Tipp gegeben hat. Ich bin selbst in letzter Sekunde entkommen. Wie geht's Ihrer Verletzung? Ihr Doktor hat mir das Leben gerettet. Jemand macht mächtig Druck. Unsere Freunde wenden sich von uns ab. FBI, CIA, Scotland Yard, MI5, Polizei in ganz Europa. Der Druck scheint von ganz oben zu kommen. Okay, dann ziehe ich den Kopf ein, bis die Agentur ihre Probleme geregelt hat. Sollte das länger als 2 Monate dauern, suche ich mir einen neuen Auftraggeber. Das hilft weder Ihnen noch der Agentur. Das Problem sind Sie allein. 47, die wollen nur Sie. Ich hatte schon lange ein ungutes Gefühl. Aber erst seit heute Nacht ist mir klar, was hier gespielt wird. Klingt nach einem gefährlichen Auftrag. Ich hoffe, Sie haben genug Geld. Liegt schon unter Ihrem Sitz. See your coffee, sir? Danke, aber nein, danke. Meine Freunde, das war Hitman Contracts. So, ja, was gibt's zu diesem Let's Play zu sagen? Das war einer der Projekte, wo ich wirklich sagen muss, da ist wirklich am meisten schief gegangen, was auch nur ansatzweise hätte schief gehen können. Also, es war leider nicht mal, glaube ich, die Hälfte war blind. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht. Aber nicht von dem Spiel selbst. Ich bin eher ein bisschen enttäuscht darüber, dass ich jetzt nicht so ein bisschen amateurhaft verhalten habe in diesem Let's Play. Das macht ein guter Let's Player eigentlich nicht. Aber ich meine, mein Gott, sowas kann halt passieren. Es gibt halt auch mal Projekte, die man blind spielen möchte, aber die dann halt nicht blind sind. Wegen technischer Schwierigkeiten. Das passiert jedem. Aber in dem Projekt war es wirklich ein bisschen sehr krass. Und wir schauen mal jetzt, dass ich jetzt, beziehungsweise ich schaue mal jetzt, dass ich mit meinen anderen Projekten endlich mal weiterkomme, dass ich die erstmal alle der Reihe nach beende, sodass ich dann nur noch 1-2 Projekt habe. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt. Ich lasse den Abspann natürlich noch ein bisschen weiterlaufen für euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Man sieht sich. Bis dahin.
Ach, wisst ihr was? Wir beenden das jetzt einfach.